So, dann holen wir uns die Sämaschine, tauschen wieder. Wer tauscht? Was? Geh weg Ja. da. Der bockt doch die Sämaschine wenigstens. Sonst verkaufen wir ihn wieder. Oh, ich bin gleich voll. Menschenskinder. Ja, ich bin. Merkt man schon die ganze Zeit, dass du voll bist. Wo ist denn das meiste für den Weizen? Ich möchte mit den Weizen nicht geizen. Dumm Sau, wenn das wird er nicht. 1, 2. Ich bringe die zur Windmühle, da gibt es am meisten. Wo war denn die Windmühle? Ja. Da oben. Tom, du sollst grubbern. Ja, ich muss trotzdem erst einmal die. Was, die Sämaschine, nicht die. Fingerstreuer. Ja, du standst Mach so. doch, was du willst. Du standst so Machst du planlos doch rum. eh. Weißt bloß, dass der Körper zum Beispiel an der Raube funktioniert. Mit dem MTC-Pack ist er. So, ich verkaufe mal ein bisschen Weizen. Jo. Hey, das wollte ich noch abmähen. Mensch, Was du steht? bist eiskalt. Ja. Wie soll man die Helfer umstellen? Wer macht das da so oder so? Wer will? Kannst du nicht. Ich habe den Autotraktor, habe ich nicht drinne. Achso. Das leckt ja extrem, wenn ich den reinmache. Kannst du bloß mit normalen Helfer laufen lassen und dann den Rest per Hand. Ja, aber läuft ja erstmal soweit. Soweit, so gut. Harsho. Dabei, Potschinkarascha. dabei. So, was haben wir hier? Ist das auch noch Weizen? Currywurst. Ich ramm mich noch weg, du Hab ich gar nicht. Gangster. Das hier ist Gangsters Paradise. Du kriegst da die eine alte Raube, die noch beim Händler steht. Voll gerade zum Hof. Mist. Ah, siehst du, habe ich Glück gehabt. Was kannst du mit der machen? Hey, da wollte ich eigentlich einen Kobold- und Düngerstreuer hinten dran hängen, aber die hat keine Dreipunktaufnahme hinten. Ja, wer grubbert da so spät noch in der Bar? Das ist der Tom mit seinem Wonderbra. Tom, trägst du eigentlich Wonderbra? Nein. Ne, warum nicht? Weil ich es nicht kenne. Kneift so. Du kennst kein Wonderbra? Hast du noch nie einen ausgezogen? Nicht unbedingt bei dir. Also, liebe Zuschauer, ne? Wenn ihr wisst, was ein Wonderbra ist, dann schreibt es unten in die Kommentare rein. Ne? Ja, ist ja nicht schwer. Google. Nee, ohne Google. Ja. Und beim Ist das 1000 so schwer? Abonnenten-Special werde ich ja auch ein Bikini tragen, ne? Ach, Leuern schlecht, Mario. ich will wenden. Das mach ich doch. Also nur ein Bikini, sonst nichts. Mit String-Bikini. Ja, ich trage ein Bikini. String, ohne Du irgendwas. mal die Raube entdeckt. Geiles Nee, Teil, wa? ich hab doch gesagt, bei 1000 Abonnenten trage ich ein Bikini. Naja, ich glaube, das wird heuer nichts mehr. Mit 1000 Abonnenten? Nee. Wo ist denn der Flo eigentlich? Ich tanke ab. Oben bei Feld 2. Dieses Riesenfeld.
Versuche mal mit dem Fan ein Ding zu fahren. Das. Die Sämaschine. Oder ist die schon gebraucht? Die sind gebraucht, die Sämaschine. Ja, die steht da hinten. Die hat der Helfer. Da fertig? Ich glaube schon. Der Helfer? Nee. Von der Saatmaschine. Nee. Noch nicht. Eine Spur hat er noch. Will er aber nicht mehr. Eine Spur machst du noch. Komm. Weizen wird hier nicht angenommen. Ich will doch gar keinen Weizen abladen. Die armen Bewohner, die hier leben, ey. Wenn wir hier fertig sind, ey, dann können die gar nicht mehr atmen. Das ist einfach nur eine Smogwolke. Feinstaub? Feinstaub? Das ist kein Feinstaub, das ist Grobstaub, der da hinten rausballert. Das ist... Das. Fliegende Kohlen raus. Mindestens, ey. Mindestens. Da fliegt alles raus, ey. Das Ding wird wahrscheinlich noch mit Uran angetrieben. Schön Uran 235, hau da rein da hier, ist ein Atomantrieb, ja. Der fährt bis Moskau durch. Ne? Ohne Probleme. Einmal Rambazamba, dann ist sie in Moskau Geschichte. Willst du gerade an den... Nein. Nachmachen? Nein. Kann ich nicht. Hey, da gehen Leute hinten spazieren. Ach. Oh, 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 hups, warte mal, Chef, ich arbeite doch, ich arbeite. Ja, ja, ich arbeite doch hier. Sag Bescheid, wenn es die ersten Töten gibt. Ja, wieso hat Marvin Meyer mich eingeladen, Gear abzuspielen, ey? Marvin Meyer. Der Marvin. Ach, der Marviner. Der Marviner, ja. Okay. Oh, so, ich komme jetzt mit der Saatmaschine nach oben gerast. Hä? Oh. Ach, das war ich. Ups. Ich wundere mich schon, warum die ganze Zeit das am Meterscher das Licht an und ausgeht, aber war ich das? Also, ich in meinem Guts. Hm? GAZ? Wie heißt das? Guts? Gas? Gas. Gas, achso. Gas. Hat sich jemand verschrieben, ne? Ja, lassen wir so, ist egal, merkt keiner. Nee, das wird so geschrieben, GAZ. Ja. Jetzt ist die Russe. Ja, ja, aber haben sich die Russen damals gedacht, wir nennen es Gazprom. Was machen wir Gas? Genau. Wir nennen einfach Gas. Gib Gas! Hau ab. Push. Also mit so einem Ding, ne, bist du auch, wenn du auf der Straße fährst, ne, da gucken die Leute, ne, und denken sich so, ach du Scheiße. Müsste mal echt noch haben, sowas, ja. Ich würde damit fahren. Ich find's geil. Ja, ich würde damit auch fahren. Zum nächsten Schrottplatz. Alter! Nein. Fahrt nur euren neuen Elektronik verseuchten Korn. Ey, ich fahr ein Fiat Brava, fahr ich, ne. Baujahr 96, war immer ein Auto des Jahres 1996. Ja. 96, guck mal. Ja, hat aber elektronische Fenster, Eber. Und gehen die Türschlösser noch? Doch. Ich meine, wir sind ja bei Fiat. Nee, Servo, ich habe mich mal ausgeschossen. Der war hier, war draußen, also war vereist, ich musste kratzen und dachte so, ah, machst du heute mal ausnahmsweise, startest mal den Motor, weil ich keinen Bock hatte. Hab den Motor gestartet, die Tür zugemacht und auf einmal ging die Zentralverriegelung runter. Und dann lief der Motor und ich hatte keine Ersatzschüsse. Das ist sauber. Ja, dann lief der Motor eine Stunde lang und dann kam der ADAC und hat es zum Glück aufbekommen. Aber ich dachte auch so. Und da war mir total peinlich, ey. Du stehst da auf so einem Parkplatz und dann Auto das läuft. Das darf nicht passieren, sowas, dass der von alleine die Türen zumacht. Ja, der Zündschlüssel steckt. Ja, eigentlich nicht. Ich meine, ich habe hier auch ein Auto, also wenn ich
wenn ich den Haus entriegle, macht er nach 30 Sekunden auch zu, solange wenn ich keine Tür aufgemacht habe. Ja. Ansonsten bleibt er offen. Aber wenn der Zündschlüssel steckt, kann ich die Türen gar nicht zumachen von außen. Jetzt gar nicht. Eigentlich nicht. Bei mir ging es irgendwie. Frag mich nicht, wie ich das gemacht habe, aber. Naja, für Italiener ausreichende Technik. Ja, Fehler in allen Teilen, ne? Der Name kommt ja nicht von irgendwo. Also eigentlich, ich in meinem Leben, ich habe vielleicht schon 28, 30 Autos gehabt in meinem Leben. Fiat war noch nicht dabei. Nee. Ist jetzt erfolgreich drum gedrückt. Ach, eigentlich ist, also Lola heißt die Kiste. Mhm. Und eigentlich ist Lola ein gutes Auto. Ab und zu macht sie mal ein bisschen Ärger, aber sonst eigentlich macht es Spaß mit der. Nicht so wäre, hätte sie auch nicht so lange gelebt. Nee, stimmt. So, Alter, ey. Doch, ich habe ein Auto von 2001 und mir ist der Federbeinaufnahme weggefault. Ja. Der liegt momentan auf der Schnauze. Das, ich möchte die Marke nicht nennen, aber kauft euch keinen Mercedes. Das ist furchtbar, was die kann faulen. Das ist furchtbar. Ja. Habe ich noch bei keinem anderen Fahrzeug seit 90 erlebt. Nee, das glaube ich. Nun ja. Ich hätte mal so ein Audi 80 kaufen können. Für, was war das? Die waren eigentlich auch nicht schlecht. Ja, das Problem war nur, dass der Lack oben abblättert und jetzt, ich hätte ihn komplett nochmal mit Klarlack. Und? Aber kein Rost? Nee, Rost hatte da gar keinen. Und die Scheibe hatte vorne einen riesengroßen Sprung. Hätte ich die Scheibe auswechseln müssen. Hätte man ja machen können. Ja, aber für 1,5 war mir das zu viel, ey. Du machst dasselbe, so eine Scheibe kostet 100 Euro, mein Gott. Ja, nee, ich hätte 1,5 Suchst du dir einen Pfuscher, der das mitmacht? Ja, ich hätte aber 1,5 für das Auto bezahlen müssen erstmal. Ach so, ja. Mit der Scheibe, nur das ein bisschen. Ja. Nee, und dann hätte ich ihn noch lackieren müssen, ne? Aber sonst. Was ist denn los, Tom? Sag ich mal, das Ding, jetzt zupft er hier Eisen rum, du weißt, der willst du hier fahren? Er redet nicht mehr. Gut. So, ich verkaufe mal ein bisschen Weizen jetzt. Ja, je, Mine. Hier der Körper steht. So, Weizen weg. Sehr schön. Schwuppdiwupp, Weizen weg. Zack. Dünne Schweinerei.